Leute, wir sind in Berlin. Wo sind wir? Wir sind natürlich auf der Rolling Pit Convention. Von einer Stunde gestartet mit Jürgen Priester, dem Herausgeber des Rolling Pin. Es waren schon einige krasse Typen auf der Bühne, krasse Menschen, die in der Gastronomie wirklich maßgeblich Dinge vorangebracht haben. Ich fand es persönlich ganz toll, dass Martin Wiele auf der Bühne gesagt hat, die 7%, das ist unser Thema. Und was ich ganz toll fand, hat er gesagt, einer ist hier, der kämpft dafür wirklich von Stunde 1 und das ist Kemal, heb mal die Hand. Hier geht es gar nicht um mich, hier geht es darum, dass Menschen sehen, dass man etwas für eine Community, für eine Branche tut, die überlebenswichtig ist. Also nochmal vielen Dank, Martin Wiele an der Stelle. Vielen Dank, Metro. Vielen Dank, Jürgen Priester. Vielen Dank, Rolling Pin. Wir nehmen euch heute den ganzen Tag mit. Wir werden hier verschiedene Stages besuchen. Es gibt eine Expo. Es ist, jeder ist da. Tim Melzer, Duck, Tim Raue, alle, die Rang und Namen haben. Und ich bin so gespannt, Frau Heinicke zum ersten Mal zu treffen. Also seid gespannt. Aber warum wir dieses Video vor allem machen, dass ganz viele Gastronomen da draußen mitkriegen, dass solche Veranstaltungen Pflichtprogramm für euch sein müssen. Denn die Gastro, gerade mit Instagram und allen Plattformen, entwickelt sich so schnell weiter, dass ihr solche Veranstaltungen aufsorgen müsst, um wirklich innovativ zu sein, um euch weiterzuentwickeln. Es geht los. Leute, ich hab ihn. Wir kommen aus Hamburg. Ja. Und treffen uns in Berlin. Berlin, Berlin. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man einen Drink mit Gin Basil Smash entwickelt und das durch die ganze Welt geht? Das macht einen mega stolz, kann ich ja sagen. Ich bin sehr, das ist geil. Also, es war ja nicht geplant oder so. War das so in so einer Laune abends nach der Bar? Nein, du machst halt immer Drinks und dann, so bist du, weißt du? Du machst Sachen und plötzlich merkst du bei einem, oh, das ist geil. Und so bist du ja auch. Ja. Und dann springst du da drauf und dann kümmerst du dich darum und dann machst du das immer größer und dann wird es plötzlich gut. Und dann musst du ein bisschen AB testen. Erstmal gucken, ist nicht alles gut, was ich habe auch schon Scheiße gemacht. Aber wusstest du, als du den getestet hast, der hat Potenzial? Ich habe das tatsächlich, ich hab im Restaurant Basilikum geklaut. Es war nichts los, keiner wollte in die Bar, erster Sommer, alles Scheiße, Café Paris, Basilikum geklaut. Ich habe einen Drink ausprobiert. Und plötzlich war er grün. Es saßen 3, 4 Gäste vor der Bar und die haben gleich, du hast gleich gemerkt, Farbe. In den 70er Jahren blau, machen wir nicht mehr, jetzt machen wir natürlich. Plötzlich war es grün, geil. Und dann hast du gemerkt, das passiert. Und dann war natürlich gerade Gin Hip und so und alle. Du hast gemerkt, dieser Drink kam an. Und zum Beispiel, ich habe den früher Gin Pesto genannt. Meine Idee war Gin Pesto. Fanden alle scheiße. Alle gestern gesagt, Kackennamen, haben wir Namen geändert. Aber wie wichtig das ist, ne? Dass nicht nur das Produkt, sondern auch vieles drumherum, Marketing-technisch. Ja, und da muss ich drum kümmern. Ja. Danke, ja, sehr schön. Freut mich sehr. Das ist ein wichtiges Thema. Ich bin hallo. Kerstin. Was ist das? Die Löwin. Ja, das war nichts. Und wie wichtig auch Gastronomie für die Lebensqualität der Menschen ist. Und wenn es teurer wird, gehen sie weniger essen und so. Und all diese Informationen wurden da gestreut, was mega wichtig ist. Und am Ende des Tages, wenn wir die 7% wirklich behalten, hat dieser Erfolg ganz, ganz viele Väter und ich hoffe, da kommen noch mehr dazu, die sich jetzt dafür einsetzen. Und wenn Thema mit seiner Kampagne für die Gäste rauskommt, dann sollten wir uns alle beteiligen, denn ich glaube, dann erreichen wir ganz, ganz viele Väter, die im Zweifel dann nächstes Jahr ihr Kreuz anders setzen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Guck mal hier. Ja, wir haben doch gestern schon hier. Wollen wir mal zusammen in die Betriebe reinlaufen? Thank you. Für dich. Oh, zwei Legenden, jeder auf seine Art. Ne? Und ich in der Mitte. Ich war ja nie in der Küche. Ich war immer vorne, hab Läden aufgemacht. Aber jeder hat seinen eigenen Weg. Aber ich finde das unglaublich toll. Jeder hat seinen eigenen Weg, seine Idee. Und der ist situiert. Man muss dazu stehen und nicht kurzfristig wieder ändern. Aber eins haben wir gemeinsam. Wir haben alle gelitten. Ja, ohne Leid kommt auch nicht. Ja, in der Branche. Duck räumt gerade alles in Deutschland ab. Sven Elberfeld direkt neben mir, seit 15 Jahren 3-Sterne-Niveau. Und ich in der Mitte. Das sind wirklich krasse Leute. Deswegen herkommen. Die Energie hast du nicht im Fernsehen oder so. Hier triffst du die alles herzliche, bodenständige Menschen. Und die geben nochmal richtig Power und geben dir Energie.
Ich entschuldige mich hiermit, weil das beschäftigt mich seit diesem Video. Kann ich es kurz erzählen? Gerne. Gastro-Kollege, eine Sensation, was das Catering angeht. Er hat, war auf der Titelseite auf der Mopo, Hamburger Zeitschrift, hat gesagt, in Hamburg gibt es keinen guten Döner. Und das war zu einer Corona-Zeit und mein Management hat gesagt, da musst du jetzt mal richtig auf die Kacke hauen, dass das Ding ordentlich viral geht. Ich habe das Video gemacht und danach habe ich schon gemerkt, stimmt was nicht. Er hat nicht, wie ein Gentleman, hat er nicht drauf reagiert. Niemand. Wir haben es dann runtergenommen und ich möchte mich bei dir entschuldigen, mein Freund. Das ist auf jeden Fall viral gegangen, allerdings. Ich nehme das an und danke, dass du mich darauf ansprichst. Ich habe die ganze Zeit schon vor. Ich hoffe, du hast mich verstanden, ich verstehe dich auch total. Absolut verstanden. Und lass uns, aber ich habe einen Wunsch. Ich würde gerne mit Kemal mich das Thema Dönerbetrieb mal zusammensetzen und ernsthaft mir Gedanken machen, weil das hat so viel Potenzial und da ist leider so viel Müll unterwegs. Lass uns diese Sache gemeinsam angehen und Leuten auch helfen, die in dem Bereich tätig sind. Aber wisst ihr, was für ein Caterer die sind? Das sind Champions League Caterer. Das, was die Sterne Gastronomie macht für Inhouse, machen die im Catering-Segment. Hammer, Hammer, bin sehr stolz. Danke, bin auch nicht. Bist du immer Wagner? Brauchen wir ja. Ja, der mich. Machen wir ja. Jetzt bin ich. Der hat mich so gemacht. Freut mich sehr. Guck, wie besser. Fehler machen wir, aber wichtig ist, wie ein Mann zu kommen und sagen, das war kein Gentleman-Move. Ich fand es bon. Geil. Jetzt ist ein großartiger Gentleman-Move. Guck mal hier. Danke, Kemal. Das freut mich sehr. Das ehrt mich auch sehr. Schön, dass du gekommen bist. Max Stegel, wie kommt es, dass ein Jugo-Spitzenkoch wird? Ja, eine Wette verloren. Nein, es geht also. Schau, eine klassische Jugo-Karriere. Also ich kam als Gastarbeiterkind nach Österreich und meine Eltern, so ganz einfache Verhältnisse natürlich, so wie die meisten, als Abwäscher begonnen und Reinigungskräfte. Und ich wollte Koch werden. Ich wollte irgendwie, ich koche gern, ich rede gern, also dachte ich irgendwie, man muss das kombinieren, ja, und man kann etwas machen, man kann etwas entwickeln, man kann die Menschen unterhalten und es ist ja nicht nur Kochen, es ist ja auch die Unterhaltung und das macht auch die Gastfreundschaft. Und ich finde, Menschen glücklich machen. Ja, und ich finde bitte, wenn man die österreichische Disziplin hat und die slawische Gastfreundschaft, dann hast du schon gewonnen, also da brauchst du nicht mehr viel. Ja. Diese ganze vegane Schiene und plant-based, alles was so in ist, du arbeitest ja so mit Innereien und damit bist du auch so bekannt. Ich habe auch vegane Mitarbeiter und Freunde und alles. Hat alles seine Berechtigung, sind auch Menschen. Es geht immer um die Wertigkeit und die Wertschätzung. Wenn wir zu fünft essen gehen und einer von uns sagt, ich möchte was Veganes, in irgendwo, bei dir im Laden, irgendwo, wird jeder Gastronom sich bemühen, dass der was bekommt. Auch bei dir? Überall. Die krassesten Innereien, die du verarbeitet hast und die so richtig abgegangen sind, wo du gesagt hast, boah, hätte ich nicht gedacht. Ach, Schlangenherz, rohe Schlangenherz. Nein! Ja, das war eine schöne Schlange. Aber wie kamst du dazu? Weil du gerne selber Innereien oder so? Nein, aber ich habe ja mein Lokal eröffnet mit Staatskapital 500 Euro. Und die Überlegung war, wie komme ich weiter? Ja, und dann hast du Innereien genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, weil wenn ich heutzutage einen Schimpansen dressiere, kann er nach 3 Tagen ein Steak grillen. Wenn das Fleisch gut abgehängt ist, was soll schief gehen? Im schlimmsten Fall kannst du es als roher essen oder als durchgebratener mit Ketchup und Senf. Und aber einen Pansen zu kochen, eine Pansensuppe, Kokoreis, das ist ja Handwerk, das musst du ja können, das musst du ja im Gespür haben, das ist ja... Aber damit bist du dann bekannt geworden. Ja, ich hab dann ganz öffentlich überall Stierhoden gekocht und viele kamen und haben gesagt, wir haben die besten Stierhoden gegessen, aber es waren auch die einzigen. Dankeschön, mein Freund. Eine wichtige Sache, durch diese Firma habe ich gerade einen richtig guten Mann finden können. Kronen Lorenzen, Personalvermittlung, aber Führungsebene. Ja, bitte. Und wenn du da den falschen Sitzen hast... Schwierig. Hallo, meine lieben Gastkollegen. Neben mir To Nakamura. Genau. Wow, richtig, yes. 2-Sterne-Koch. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Ich habe ihn gestern zufällig getroffen. Und ich habe natürlich Fragen an so einen 2-Sterne-Koch. War das für dich schon immer klar, dass du in die Sterneküche gehen willst? Ja, also ich habe schon mit sehr klein angefangen zu kochen und auch, halt, auch die Begeisterung für Essen auch zu haben. Deswegen Essen verbindet, so wie gestern ja auch. Ne? Ja. Aber die Begeisterung für Kochen war immer da. Und dann habe ich Praktika gemacht in Küchen. Meine ersten Schritte waren bei der Lea Linster in Luxemburg. Und da habe ich dann so ein bisschen Feuer gefangen, eben dann für
Sterne-Gastronomie in Anführungsstrichen. Und dann war für mich eigentlich schon klar, okay, wenn ich eine Kochausbildung mache, dann würde ich schon gerne in dieser Art von Branche halt arbeiten. Ich sage immer dazu, Sterne-Gastronomie ist ja in unserem umgangssprachlichen Jargon ja eigentlich nur ein Platzhalter für eine Gastronomie, die leidenschaftlich ordentliches Handwerk mit Kreativität auch an den Tag legt. Aber die Frage ist ja, wir kochen ja für die Gäste. Und auch ein Guide Michelin schreibt für die Gäste. Klar. Und die Erwartungshaltung, wer was möchte, verändert sich ja. Eigentlich ums Erlebnis, ne? Genau, genau. Die Dienstleistung, den Nutzen dahin und auch Sterne, Gastronomie quasi, was ist denn das? Ich will ein großartiges Essen haben, ich will eine Top-Dienstleistung haben, aber halt jetzt nicht mit Silberbesteck und irgendwie so da sitzen und nicht wissen, wie man sich verhalten soll. Und ganz wichtig, dass viele denken, man wird nicht satt und zahlt zu viel. Du wirst also so das, satt, ich konnte nicht mehr aufstehen. Das Märchen. Sterne. Ohne noch ein Gruß aus der Küche, Brot. Brot war so lecker, alles gegessen. Also ich kann das auch nicht mehr hören, aber du siehst es ja auch, hey, ja. Du bist ja auch viel Social Media mäßig logischerweise ja unterwegs. So. Und wie oft erlebst du das, dass wenn du ein Gericht aus einem Menü, was 10, 12, 13 Gänge / Servings irgendwie bietet. Ja, so ein Erlebnis. Und dann hast du mindestens einen immer, der drunter kommentiert. Aber von dieser kleinen Portion werde ich aber nicht satt. Weil ich mir denke, so Leute, können wir jetzt bitte mal aufhören. Genauso auch diese Diskussion mit dem Preis. Zu sagen so, ja. Es hat seinen Preis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aber völlig korrekt. Völlig korrekt. Besser sogar. Toru, ich danke dir. Dankeschön. Hammer-Interview. Was für ein Tag, meine lieben Gastro-Kollegen. Habe ich noch Energie? Ja, aber es war wirklich, boah, wir haben, glaube ich, 5 Gastronomen, Gastronominnen interviewt. Wir haben ein Fotoshooting gehabt mit Rolling Pin. Wir haben ganz viele Fans, will ich nicht sagen, Follower getroffen. Es ist eine Hammer-Energie gewesen. Natürlich kriegst du viel Energie, du gibst aber auch viel Energie, aber dieser Tag war Gold wert. Allein die Menschen, die ich wieder neu kennengelernt durfte. Und bitte, ich kann es nur noch mal sagen, nächstes Jahr Rolling Pin Convention ist auch für dich ein Muss. Spannend war die Energie, die ich erlebt habe, dass gute Leute wieder sagen, es geht nach vorne. Ja, es wird jetzt noch ein bisschen schwierig, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ein bisschen Schwierigkeiten haben wir mit der 7%. Da war wieder eine Debatte, wo ich mir gedacht habe, echt eine schwierige Nummer. Aber alles in allem war das ein toller Tag. Und jetzt will ich nur noch eins sagen. Folge dem Kanal, like ihn, kommentiere ihn. Abonnieren kostet nichts. Ciao.